bevorzugt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Frey, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Sie stellen seit ewigen Zeiten den Innenminister und hätten all das, was Sie hier vorgebracht haben, schon lange umsetzen können. Handeln statt reden ist das Gebot der Stunde. Der Fall Miri belegt für jeden klar erkennbar, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Bundesregierung ist nicht in der Lage, unsere Grenzen zu schützen. Sie erzählt den Bürgern unseres Landes die Unwahrheit, wenn sie das Gegenteil behauptet. Ihre hochgelobte Schleierfahndung, Herr Innenminister, hält keinen einzigen Migranten auf, weil, wenn ein Illegaler in dieser Fahndung angetroffen wird, in dieser Kontrolle, er überhaupt gar nicht mehr zurückgeschickt werden kann, weil er sich schon im Inland befindet. Und Ihre bilateralen Abkommen, die bringen auch nahezu nichts. Seit Sommer 2018 wurden nur 34 Personen zurückgewiesen, aber fast 30.000 abgeschobene Migranten sind nach Deutschland zurückgekehrt und haben erneut einen Asylantrag gestellt. Diese Zahlen zeigen das volle Ausmaß Ihres Versagens beim Grenzschutz. Der Fall Miri ist dabei nur die oberste Spitze des Eisberges. Und wenn sich jetzt hier alle Altparteien hinstellen und ernsthaft diesen Einzelfall beklagen, aber gleichzeitig weiter für eine Politik der offenen Grenzen eintreten, dann ist das an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten. Unsere Grenzen, und das ist die Realität, sind offen wie ein Scheunentor. Jeder Terrorist und jeder Gewaltverbrecher kommt mit dem Zauberwort Asyl in unser Land. Und Sie wissen das und Sie lassen es weiter zu. Also hören Sie auf, der Bevölkerung nur Beruhigungspillen zu verabreichen, wie Ihre neuerliche Anordnung zur angeblichen Verschärfung des Grenzschutzes. Auch diese wird wieder mal nicht mehr Sicherheit bringen, weil die Grenzkontrollen viel zu lückenhaft sind und nicht von langer Dauer sein werden. Werden Sie endlich Ihrer Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz unserer Bürger gerecht und beenden Sie diesen Irrsinn. Ihre Politik der offenen Grenzen befeuert die Clankriminalität. Innenminister Reul aus Nordrhein-Westfalen, immerhin ein Parteikollege, warnt vor neuen Clans, die von kriegserfahrenen Kämpfern gegründet werden könnten. Und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen warnt vor Verteilungskämpfen zwischen Clans und Asylbewerbern. Aber statt auf diese massiven Gefahren für unsere Bürger zu reagieren, lassen Sie weiterhin massenhaft Personen ohne Identitätspapiere in unser Land. Schluss mit diesem sicherheitspolitischen Amoklauf. Bei der Bekämpfung der Clankriminalität sind die Altparteien ohnehin schon, und man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, ein Totalausfall. Die Schwerverbrecher aus den berüchtigten Clans bedrohen Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Zeugen. So machen sie ein rechtsstaatliches Verfahren unmöglich und erschüttern unseren Rechtsstaat in seinen Grundfesten. Und unser Rechtsstaat, meine sehr verehrten Damen und Herren, der erodiert nicht nur, er hat in Teilen schon aufgehört zu existieren. Und schuld sind einzig und allein die Altparteien mit ihrer fatalen Zurückhaltung bei der Bekämpfung der Clankriminalität. Sie haben das ganze Ausmaß der Gefahr für unseren Staat und unsere Gesellschaft offensichtlich immer noch nicht vollumfänglich erfasst. Wachen Sie endlich auf, bevor es zu spät ist. Sie bekämpfen Clankriminalität nicht, Sie verwalten sie. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. Ihnen fehlt es an Entschlossenheit und Mut, angesichts der herausragenden Bedrohung auch robuste Maßnahmen zu ergreifen. Sie reden zwar von Nulltoleranz, aber Sie machen genau das Gegenteil. In unserem Staat wird zum Beispiel nicht verhindert, dass Hochzeitskorsos unsere Autobahnen blockieren und Schüsse aus scharfen Waffen abgefeuert werden. Stattdessen werden Flugblätter verteilt und die Clanmitglieder zur Zurückhaltung aufgefordert. Das hat nichts mit Nulltoleranz zu tun. Das ist lächerlich. Das müssen wir beenden, indem wir endlich effektive Maßnahmen ergreifen. Bei illegalen Hochzeitskorsos gilt und greift hier nur Fahrerlaubnisse entziehen, Fahrzeuge einziehen und Strafverfahren mit einem harten Urteil folgen lassen. Das ist die einzige Sprache, die diese Kriminellen verstehen. Wir brauchen auch keine Strategie der 1000 Nadelstiche, wie in Nordrhein-Westfalen praktiziert, denn diese beeindruckt die Rechtsstaatsverachter nicht. Wir brauchen eine Strategie des Vorschlaghammers. Wir müssen endlich aufhören mit der devoten Zurückhaltung gegenüber Schwerverbrechern, die das staatliche Gewaltmonopol und unsere Gesetze ablehnen, und müssen unseren Rechtsstaat offensiv und entschlossen mit allen erforderlichen Mitteln verteidigen.
Dazu müssen wir ausländische Clankriminelle konsequent abschieben. Und die Ausrede, es gäbe Abschiebehindernisse, gilt hier nicht. Denn diese müssen wir unverzüglich beseitigen. Bundespolizeipräsident Roman hat vorgemacht, wie es geht. Und ich bedanke mich explizit bei Ihrem außerordentlichen Engagement. Unter widrigen politischen Rahmenbedingungen machen Sie das, was möglich ist. Und für diese Leistung herzlichen Dank. Es muss der Grundsatz gelten, unser Land, unsere Regeln, wer sich nicht daran hält, unseren Rechtsstaat missachtet oder ihn sogar aktiv bekämpft, der darf nicht länger Teil unserer Gesellschaft sein, der muss unser Land wieder verlassen. Illegales Clanvermögen muss viel stärker als bisher unverzüglich eingezogen werden. Und der Fall Miri hat Ihr Totalversagen in der Sicherheitspolitik für jeden klar erkennbar bewiesen. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Tun Sie, was Ihre originäre Aufgabe ist. Schützen Sie die Bevölkerung vor kriminellen Clans, setzen Sie den staatlichen Gewaltmonopol durch und sorgen Sie endlich für einen effektiven Grenzschutz, der seinen Namen auch verdient. Das Wort hat die Kollegin Ute Vogt für die SPD.